los. Thomas. Good evening. Thomas. Herzlich willkommen. Große Verehrung. Ah. Und ich sehe, hat sie ein bisschen vorbereitet auf den Auftritt. Phrasenbuch für Touristen, Englisch-Deutsch. Das ist toll. Vielleicht kann man doch ein bisschen mit ihm reden. Schön, dass Sie da sind. Ja. Sie haben wunderschöne Oberschenkel. Bist du sicher, dass das richtige Buch ist, oder? Ja, mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale. Aha. Gibt es sonst noch irgendwas Neues bei dir? Ich meine so... Ah ja. Möchten Sie zu mir nach Hause kommen und Bumsi-Bumsi machen? Naja, also man sieht, der Mann bemüht sich, aber ich würde sagen, wir versuchen es doch lieber mit einem Dolmetscher. Hallo, is there a Dolmetscher? Yes, hello Thomas, I'm here. Why don't you ask John if I should start translating? Ah, er sagt, hallo Thomas, er ist hier und fragt, ob er mich übersetzen soll. Also sprichst du doch Deutsch? Oh, ja, ja, gewiss, gewiss, aber nur mit Dolmetscher. Hey, also, thank you. Let's try it. Mein Englisch ist noch nicht gut als yours, aber wir würden jetzt den Dolmetscher versuchen. John, please. Aus meiner Leib- und Magenserie, natürlich Monty Pythons. Wer ist aus Monty Pythons Alter vom Publikum? Guck mal, ja, hier, da sind sie alle. Alle Herren über 40, aber leider, you have to be 40. Yes. Well, leider, ja. Wir haben 1969 damit begonnen. Ja, ja klar. Und da musste man 15 sein, um den Spaß zu verstehen. Aber es kann dir natürlich nun auch etwas passieren, was Paul McCartney immer passiert. Also alle, die nun von seinem neuen Album reden sollen, reden erstmal von Yesterday. Ist es für John Cleese ein Problem, dass erstmal alle sagen, oh, I love the Monty Pythons? Also yes, History. Es ist ein Problem in der Tat, denn wenn ich versuche, etwas Neues zu machen, dann kommen die Leute zu mir und vergleichen das mit dem alten Zeug von damals. Als ich damals im englischen Fernsehen begonnen habe, war ich eigentlich irgendwo so der Assistent. Ich habe so mitgemacht bei einem berühmten englischen Komiker, David Frost. Aber du hast dich besser gehalten, muss ich sagen. Oh yes, and David. Natürlich habe ich mich besser gehalten. Yeah. Außerdem ist er sehr alt inzwischen, David. Ich glaube, er wird bald sterben. Very, very. Yes. But I'm not going to die for some time. Aber ich werde noch lange nicht sterben. Dann bin ich sehr beruhigt, denn solange es meine Helden aus meiner Jugend noch gibt, fühle ich mich immer etwas jünger. Wir werden das Thema Monty Pythons auch gleich abhaken mit zwei Bemerkungen. Es darf nicht sterben. Sat.1 plant gerade eine neue Übersetzung, eine neue Synchronisation. Und dann wird es diesen Beitrag auch dann... Ja, dann, well, I mustn't die. Dann darf ich ja nicht auf keinen Fall. No, du bist der Held. Not for several weeks. Absolut. Einige Wochen lang nicht mehr. Und dann wird es diese Szene endlich auch für das deutsche Publikum verständlich geben. Der berühmte Banküberfall. Und dann ist das Thema Monty Pythons für heute erledigt. Oh, das müssen wir... Im Juni läuft er bei uns im Kino. Ist es denn der typische englische Humor? Man sagt ja immer, die Deutschen haben mit dem englischen Humor nicht diese Begabung. Glaubst du, dass die Deutschen verstehen, was in diesem Film passiert? Traust du ihnen den Humor zu, den man braucht? Well, I think people of my father's generation. Ich glaube, die Menschen in der Generation meines Vaters haben immer gesagt, dass die Deutschen keinen Humor haben. And then I came here to Munich. Aber als ich dann nach München gekommen bin, 1971 zum ersten Mal, um damals Monty Python's Flying Circus, den fliegenden Zirkus, zu drehen, habe ich festgestellt, dass alle Deutschen Humor hatten, genauso wie wir Engländer. Ein schönes Kompliment aus berufenem Munde für den deutschen Humor. Und ich darf Ihnen noch was sagen. Die Programme, die ich mache, kommen, glaube ich, am besten an in Deutschland und Holland und Skandinavien. Aber ich glaube, dass der Humor sicherlich anders ist, wenn man in die katholischen Länder kommt. In Spanien, in Italien, in Frankreich sieht es vielleicht anders aus. Beautiful to see you. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Dankeschön, wir reden gleich über die Aale. Ich hoffe, dein...